Also den musst du halt jetzt rausschieben, sozusagen rausschmeißen da. Aus diesem Bereich da, wo der halt so hängen geblieben ist, genau. Ja. Ui, 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 ui. Du bist mittlerweile wieder am Hof. Ich bin im Moment angekommen. Achso, wir müssen halt dann auch mal gucken. Ich weiß, wie gesagt, wegen Auftanken, ne? Nicht, dass wir irgendwann keinen Sprit mehr im Traktor haben. Das ist ein bisschen blöd, wenn wir da irgendwo rumstehen. Wir können ja einen der, sag mal, gerade neu bekommenen 611er behalten. Weil ja. Ach ne, der hat auch nur 41 Liter. Echt? Hä? Wahrscheinlich, wenn die jetzt irgendwie noch dreckig gewesen wären, dann wäre der genauso dreckig gewesen wie den, der hängen geblieben ist. Ja. Na gut, achso, dann können wir uns gleich das Feld jetzt kaufen und anfangen mit dem Mais zu dreschen. So. Wo muss ich denn hin? Zum Händler, genau, bist eigentlich richtig dann. Findest du das eigentlich hier in LS jetzt gut mit diesem Wiederauspuff-Dings da, mit diesem, das so hell da gemacht ist, oder hättest du es lieber so, ich glaube in LS 13 war es eh noch so ein schwarzer Rauch, oder fandest du sowas besser? Ich sag mal so, ein schwarzer Rauch ist bei manchen Traktoren realistischer, bei manchen ist das hier realistischer, aber so eine Kombination aus beiden fände ich ganz cool. Achso, weil sieht man da bei den neueren, also ich gehe mal von aus, dass es wahrscheinlich eher wegen den neueren so gemacht ist, sieht man da bei den neueren dann so ein eher... Keine Erlaubnis, du musst den verkaufen. Achso, dann lass mich kurz aussteigen, einsteigen. Sieht man da bei den neueren dann eher so einen leichten, durchsichtigen Abgasstrahl oder wie? Alter, 37.000 Euro. Ja, das soll ja nur zeigen, dass die Luft da so flimmert, weil es so heiß ist. Achso, ja. Ja, das sieht man dann schon so bei den neueren oder wie? Siehst du bei jedem Traktor. Ja, ich meine, weil bei den alten war ja dann da eher, war das ja so schwarz dann wegen dem Rauch, wegen der Abgase. Ja, wenn du einen neuen richtig hochdrehst und den Motor so fährst, dass er qualmt, dann qualmt auch ein neuer, aber bei den alten ist es halt schneller der Fall, dass die qualmen. Das Qualmen heißt ja einfach nur, dass unverbrannter Diesel halt verbrannt wird. Aber das ist eher bei älteren eher wahrscheinlicher, dass das passiert, oder? Ja. So, einmal aufklappen. Also würdest du schon sagen, dass es jetzt, würdest du jetzt eher dann doch den schwarzen jetzt bevorzugen, generell, wenn man es jetzt halt nur auf einen festlegen müsste, eher den schwarzen oder jetzt dieses mit dem, was diese die Wärme... Kombination aus beiden. Okay. Also was dann halt ganz cool wäre, wenn man es auf den Traktor anpassen könnte, oder? Halt sowas dann. Ja. Das eher die älteren. Weil guck der hier, wenn ich jetzt hier, guck, wenn ich beim Drescher Gas gebe, siehst du, das ist nämlich so dunkel, so leicht. Siehst du das? Ja. Auf die Gas. So, hier sieht man die Einzugsanimation. Denk dran, das ist rein abhängig. Soll ich gerade rausfahren oder wie? Ja. Achso, man muss da genau mit diesen Dings in die Reihe reinfahren, ja, oder wie? Würde sonst der Mais kaputt gehen, wenn ich auf eine Spitze mit dem drauf fahre? Oder? Ja, aber du würdest ihn zum Teil umdrücken. Achso, und der ist dann auch genauso gesät, dass er genauso auf so ein Maisschneidwerk drauf passt. Ja. Achso, dann fahre ich jetzt erstmal hier so schräg hoch. Ja. Erst Vorgewende und dann. So. Ich muss gerade mal wieder verkaufen. Ja. So, haben wir gleich wieder gut Geld. Kommen dem Fendt immer etwas näher. Ach du, wir haben das Feld schon. Ja, ich hab's schon gekauft jetzt, ja. Hä, warum haben wir dann immer noch so 64.000? Weil wir jetzt zwei Traktoren verkauft haben für fast 40.000 Euro jeweils. Okay. Kannst du ihn noch ein paar Mal zurücksetzen. Ja. Du meinst auch, wenn ich ihn jetzt so zurücksetzen würde, würde es passieren? Ja. Einfach mal wenn zu oft zurücksetzen. Ich fang schon mal an mit Ballenpressen da vorne. Ja. Wobei, du könntest vielleicht noch, wenn es geht, den Anhänger bitte noch hierher fahren, dass ich dann schon abbunkern kann. Ja, gerade dabei. Gut, danke.
das jetzt absenken, genau. Diese Standardfelder, die so besät sind oder halt irgendwie wo was drauf ist, die sind ja alle immer gedüngt, ne, weil die ja so dunkler aussehen, oder? Ja, sind so. Danke. Achso, und wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt eine Bahn runtergefahren bin? Dann muss ich hinten erstmal Vorgewende fahren, um dann halt hier wieder das mit dem... Hm? Ich muss jetzt eine Bahn immer runterfahren und dann hinten erstmal das Vorgewende fahren, ne, und dann immer wieder so, ja, genau, ganz so gerade fahren. Aber das ist auch nur beim Mais, dass man dann so speziell auf die Bahnen achten muss. Beim Häckseln ist, also wenn man jetzt so beim Mais schneidet... Der rein abhängige und rein unabhängige Häckselvorsätze. Die neuen sind alle rein unabhängig, weil es einfach einfacher zu fahren ist, sage ich mal. Ja, mhm. Aber die älteren, die sind... Da hast du immer eine, also einreihig quasi, aber es gab es auch als 4- und 6-Reihe. Keine Ahnung, wie oft dreieckig. Die sahen dann genauso aus wie der Vorsatz, den du da gerade hast. Mhm. Nur, dass der halt nicht an einem Mähdrescher gehangen hat, sondern an einem Häcksler. Ach so, okay. Und dann irgendwann ist mal übergegangen zu diesen rein unabhängigen Mähwerken, also Häckselvorsätzen. Das heißt jetzt die neueren, wenn man jetzt einen kaufen würde, würde das nicht mehr wichtig sein, sag ich mal, auf die Reihe oder wie man jetzt da fährt oder wie mit den Reihen? Ja. Yeah. Das kann man dann so fahren, wie man auch bei Gerst und so. Ja. Ist halt komfortabler zu fahren. Und wie sind die dann anders vorne? Weil die haben ja hier diese großen Spitzen, die das da so drauf zuführen. Die Mais... Die Maisgebisse fürs Häckseln, die sind mit so runden, sich drehenden Tellern, bei Glas zum Beispiel und Camper. Und die klemmen halt, also die haben Messer unten drunter, die schneiden die dann ab, befördern du durch die Drehbewegung nach innen Richtung Einzugskanal und werden dann im Häcksler halt gehäckselt. Und dann gibt es noch andere, die zum Beispiel von Krone, die sammeln die quasi auf, klemmen die Stangen ein und führen sie dann hochkant an den Einzugskanal. Und dann kippen die erst um. Also da gibt's verschiedenste Techniken, sage ich mal. Und wie würdest du denn jetzt hier fahren, am besten? Ja, Vorgewende und dann wieder hoch runter. Ich meine, könnte ich jetzt hier an dem leicht schrägen so entlang fahren? Diese ja. Ja, okay. Es kommt ja immer drauf an, wie es gesät ist. Ja, aber diese, jetzt die von den, hast du jetzt im Moment nur von den Häcksel-Vorsätzen oder auch von den Maisgebissen jetzt hier geredet, dass die auch rein unabhängig sind? Hä? Häckselvorsätze sind unabhängig und die sind rein abhängig. Die sind immer noch rein abhängig jetzt. Ja. Achso, okay, ich dachte, die sehen heute noch genauso ja aus wie. Okay. Das, was du gerade da hast. Achso, und so waren früher aber auch die zum Häckseln. Ja. Achso, okay. Und das andere meinst du, geht gar nicht, oder wie das ist, das hier mit den Maisflückern jetzt? Mais. Keine Ahnung, wie man das. Wie nein, weil die müssen ja. Die werden ja nicht gehäckselt, die werden ja quasi, müssen ja als Ganzes eingezogen werden. Sonst gehen ja die Kolben, fallen der ab und alles. Ja. Gerade darum. Ach so, weil ja, da will man beim Häckseln, muss ich mir vorstellen, die nehmen die ganze Pflanze, schneiden die ab und das Komplette wird klein gehäckselt oder ja, klein gestreddert halt, ja. Ach so, und hier wird ja nur der Maiskolben dann sich verwendet, ne? Ja. Der würdest du dann geschält sozusagen im Häcksler, das ist so außenrum alles abgemacht wird oder wie? Und dann nur der Maiskolben am Ende dann ins Lager reinfällt oder wie? Nein, der Maiskolben an sich wird auch gedroschen. Also es bleiben am Ende nur noch die Körner übrig. Achso, das sind also die kleine gelbe Körner dann. Ja. Und wie kommt's dann dazu? Die Maiskolben, die müssen dann so per Hand geerntet werden, wenn man die so haben will oder wie? Ja, also da gibt's okay auch Maschinen für, aber die arbeiten dann halt anders. Okay. Also könnte ich jetzt hier könnte ich jetzt aber keine Kurve fahren, gell? Nein, also kommt drauf an, wie es gesät ist. Ja. Meinst du, wenn es so in die Kurve auch gleich gesät ist mit den Reihen? Ja. So, dann müsste ich aber passend dazu immer anfangen, passend dazu fahren, ja. Ja, da haben wir ja auch ein schönes großes Feld dann auch zum Beispiel fürs Häckseln halt dann direkt neben den Kühen.
sobald wir die dann haben. Könnt natürlich auch noch das Strohhalskraftwerk kaufen, weil dann, da gibt's wesentlich mehr für einen... Was? Große Nachfrage für Körnermais? Ja, haben wir doch schon. Hä? Da ist ja schon eine große Nachfrage. Es gibt auch manchmal dreimal die gleiche große Nachfrage. Ja, dreimal immer dem gleichen. Ah, nee, doch, wir kriegen aber bei dem einen mehr bei... Achso, drei. Oh, es sind überall die Preise in die Höhe gegangen. Ja. Und beim einen kriegen wir aber mehr. Ja. Das Doppelte, beim anderen nur 1,8-fache. Was wolltest du sagen mit dem Strohheizkraftwerk? Ja, da gibt's bei dem Strohheizkraftwerk kriegt man mehr Erlös, als wenn man es bei die Reifeisen da abgibt. Achso, du hast es schon mal ausprobiert, gell, im Spiel bei dir. Ja. Du spielst ja auch auf der Holzhausen, du hast es auch irgendwo hier angebracht, ne? Weil wir haben ja keinen Platz damals hier gefunden, als wir überlegt haben, das hier anzubringen oder irgendwo hinzustellen. Das Holzkraftwerk. Nee, das Strohkraftwerk, ja. Ja, ich habe das aber, ich habe mir das Feld da am Hof das große gekauft, was da schon gepflügt ist. Ja. Und das habe ich mir halt ein bisschen mit Gras angesät, dass es halt schön aussieht, und ein paar Bäume drumherum gepflanzt und da das Strohheizkraftwerk draufgesetzt. Achso, gut, dann wäre vielleicht eine Überlegung, ob wir das vielleicht so ähnlich hier vorne machen bei dem Feld, wo wir im Moment sind. Ja. Ja, da wird es sich auch anbieten. Aber das andere, das war halt noch näher am Hof. Deshalb habe ich das genommen. Hier vorne jetzt, wo ich drauf zufahre, ne? Ja, und da ist eh so eine scheiß Ecke drin in dem anderen. Hier das kleine. Genau. Und wenn man hier, fahr mal gerade aus. Da, wo das Kaufen-Symbol ist jetzt, ne? Ja. Und hier habe ich dann einfach, halt mal an, geradeaus weitergesät quasi. Also bis zu dem Baum da drüben. Mhm. Einfach da. Gras dann gesät, und ne? Dann links dieses kleine Quadrat, was da ist, ab dem Kaufen-Symbol bis da halt, habe ich dann mit Gras eingesät und das Kraftwerk direkt in die Ecke gesetzt. Mhm. Und dahinter noch ein paar Obstbäume. Ja. Um noch ein bisschen zur Ausgestaltung sozusagen da. So. Ich nehme auch gleich den Körnermais jetzt aus dem Lager mit. Können wir den dann auch verwenden. Das bringt ja nichts, wenn der im Lager bleibt und wir da gut Geld für bekommen würden. So. Achso, die Alternative wäre halt hier vorne, guck, wo ich jetzt halt hier gerade war. Müssen wir halt nur überlegen, ob wir das irgendwie... Also meinst du, es lohnt sich schon, das zu machen? Was denn das Heizkraftwerk? Ja. Ja, das kostet nicht so viel, ich glaube nur 25.000. Also achso, davon, ja. Gut, halt auch, wir müssen halt eine Stelle finden, wo wir es hin tun, ne? Ja, aber die findet man ja. Ja, da meinst du wirklich, wir sollen das halt hier an das Feld machen, wo ich jetzt gerade da bin. Ja, vielleicht davor das eine Silo da in die Ecke, da stört's nicht, da hat man Platz zum Hinfahren. Wäre vielleicht gar nicht das Verkehrteste. Aber dann haben wir halt wieder kein Geld für den Traktor. Aber wir können, ich würde vorschlagen, dass wir einfach alles, was wir an Getreide jetzt haben, außer Mais, also insbesondere Mais halt, jetzt alles wegfahren, weil bis wir da auf die große Nachfrage warten, da brauchen wir noch ja, ewig, klar, dann wir haben wir nie auch neue Maschinen und dann... Irgendwann, ja. Kann unseren Fuhrpark nie mit größeren Maschinen aufstocken, ja, schneller arbeiten und so weiter. Also als nächstes gibt es auf jeden Fall einen größeren Traktor, eine größere Sämaschine und ja. Ja. Und dann halt wegen Kühen und so, das Ganze. Ja. So, jetzt komm schon. Gleich ist aber auch leer. So. Ja, der Mais bringt ja schon jetzt relativ viel. Ich gehe mal davon aus, dass wir schon gut was runterbekommen von dem Feld. Ja, müssten wir. Wie findest du eigentlich diese gehäckselte Animation von dem, was jetzt hier an Überresten von dem Mais noch, also von den Pflanzen rauskommt, ja? Was ist das dann? Das ist einfach der Stiel und so, oder wie in die Blätter gehäckselt? Stiel, Blätter und Kolben. Achso, das wird später, das sieht man dann gar nicht wirklich, wenn das dann später auf dem Feld liegt, oder wie? Ja, du kannst es teilweise schon noch erkennen. Achso, aber das wird einfach mit untergegrubbert, ne? Das kann man ja nicht mehr verwenden dann. Nö. Also es gibt manche Biogasanlagen, die schwaden das dann zusammen und tun es
nochmal dann mit einem Standhäcksler häckseln und dann in die Anlage geben, aber naja. Also so, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil dann hast du halt die ist voll ausgenutzt. Quasi den Abfall auch wieder genutzt.